Meine Damen und Herren, liebe Kunstfreunde, nach diesen spritzigen Klängen von Wolfgang und Harry Eisele begrüße ich Sie für den Landkreis Sigmaringen und in Vertretung von Landrätin Stefanie Bürgle herzlich zu unserer Eröffnung der Ausstellung Künstlernachbarschaften 3, Hendrike und Judith Kösel. Ich heiße die wenigen Gäste hier im Saal willkommen, die beiden Künstlerinnen Hendrike und Judith Kösel, die beiden Musiker, die Sie gerade gehört haben, Wolfgang und Harry Eisele, den Einführungsredner Frank Müller und die Techniker der Firma Bild und Ton aus Sigmaringen. Herzlich begrüße ich die Zuschauerinnen und Zuschauer an den Fernseh- oder Computerbildschirmen, die unsere Ausstellungseröffnung heute im Livestream oder auch anschließend in der Mediathek auf dem YouTube-Kanal des Landkreises Sigmaringen verfolgen. Gerne hätten wir die Vernissage mit leibhaftigem Publikum im schönen Renaissance-Saal von Schloss Meßkirch veranstaltet. Inmitten einer abermals bedrohlichen Pandemielage wollten wir aber das Risiko einer größeren Präsenzveranstaltung und der damit einhergehenden Ansteckungsgefahr aber nicht eingehen und haben uns deshalb für eine virtuelle Ausstellungseröffnung entschieden. Durchaus unfreiwillig ist die Kreisgalerie in den zurückliegenden mittlerweile fast 2 Pandemiejahren virtuell erprobt und erfahren geworden. Die Ausstellung von Kränen und Heiligen im Frühjahr 2020 mit Arbeiten des Kreiskulturpreisträgers Roland Kappel aus Mariaberg mussten wir 2 Wochen nach der Eröffnung schon wieder schließen und konnten sie erst nach mehr als 2 Monaten wieder öffnen. Anstelle der ausgefallenen Präsenzführungen boten wir erstmals eine virtuelle Ausstellungsführung mit Roland Kappel im Internet an. Die nächste Ausstellung dann, NS-Unrecht im Spiegel der Kunst, konnten wir am 26. Juli 2020 dann hybrid eröffnen, mit einem begrenzten Publikum im Saal und zugleich als Livestream für die Interessenten im Internet. Viel Durchhaltevermögen benötigten Künstler und Publikum bei der Ausstellung Künstlernachbarschaften 2 mit Arbeiten von Peter Weidemann und Ferdinand Josten. Die Ausstellung wurde Anfang November 2020 zwar aufgebaut, die am 8. November geplante Vernissage fiel indessen dem damaligen Teil-Lockdown, so hieß es damals, zum Opfer. Und die Ausstellung konnte dann erst nach einer halbjährigen Pause im Mai 2021 für das Publikum eröffnet werden. Anstelle einer Vernissage gab es damals eine Videodokumentation im Internet mit einer Einführungsrede des Kunsthistorikers Dr. Uwe Degreif sowie einem Interview von mir mit den beiden Kunstschaffenden. Die folgende Ausstellung, Heimatfront Bühnenbilder des Krieges, mit Fotografien von Claudio Hills von aktuellen und ehemaligen Militärstandorten im Landkreis Sigmaringen, fand dann am 19. September diesen Jahres, 2 Monate später als ursprünglich vorgesehen, aber immerhin mit leibhaftigem Publikum im Saal statt. Zusätzlich konnte eine Videoaufzeichnung der Vernissage im Internet abgerufen werden. Jetzt also abermals eine virtuelle Eröffnung, allerdings im Unterschied zum Vorjahr mit der Chance und der ausdrücklichen Einladung an Sie, liebes Publikum, die Ausstellung selbst dann leibhaftig in der Kreisgalerie zu besuchen. Die virtuelle Übertragung heute ist ausdrücklich als Appetitanreger gedacht für eine Begegnung mit den Arbeiten von Hendrike und Judith Kösel vor Ort in den Galerieräumen. In den kommenden Wochen und Monaten bis 6. März 2022 zu den üblichen Öffnungszeiten von Freitag bis Sonntag sowie feiertags jeweils von 14 bis 17 Uhr, lediglich an Heiligabend und an Silvester ist die Ausstellung geschlossen. Für Sonntag, 16. Januar 2022, 15 Uhr, planen wir eine leibhaftige Sonderführung durch die Ausstellung mit den beiden Künstlerinnen. Es gelten selbstverständlich für den Besuch in der Galerie die aktuellen Corona-Regeln.
Wie Sie meinen Worten und meinem Rückblick entnehmen, beschäftigen mich, wie wohl alle Kulturschaffenden und Kulturveranstalter, die Herausforderungen durch die Pandemie und der für Kultur und Publikum richtige Umgang mit ihr sehr. Ich verstehe und erfahre Kultur gerade auch in diesen krisenhaften Zeiten als geistiges Lebensmittel, das den dafür offenen und aufnahmebereiten Menschen Orientierung und Zuversicht spenden kann und insofern nach meiner Überzeugung überlebenswichtig ist. Die virtuellen Medien sind in solchen Zeiten ein wertvoller Notbehelf für die Kulturvermittlung. Ersetzen können sie die leibhaftige Begegnung mit anderen Menschen nicht. Mit unserer heutigen Ausstellung setzt die Kreisgalerie die 2019 eröffnete Reihe Künstlernachbarschaften mit einem dritten Beitrag fort. Anliegen der Reihe ist es, den ästhetischen Berührungen und inhaltlichen Beeinflussungen in den Werken miteinander in enger Verbindung, in Austausch und Dialog stehender Kunstschaffender nachzuspüren. Wie entsteht Kunst? Ist sie allein das Ergebnis eines individuellen, genialen Schöpfungsprozesses des oder der Kunstschaffenden? Welche Rolle spielen neben inneren Prozessen und äußeren Eindrücken und Anregungen die persönliche Begegnung, der Austausch, auch die Kritik anderer Künstlerinnen und Künstler? Diesen Fragen wollen wir mit ganz unterschiedlichen Ausstellungspaarungen über mehrere Jahre hinweg nachgehen. Nach den beiden Ateliernachbarn und Malern Gerhard Berger und Jambo Zhao und den zwei Tür an Tür wohnenden Freunden, dem Fotografen Ferdinand Josten und dem Holzschneider Peter Weidemann, nimmt diese Ausstellung die bildnerisch tätigen Schwestern Hendrike und Judith Kösel in den Blick. In der weiteren Planung sind noch Ausstellungen mit einem künstlerisch tätigen Ehepaar sowie einer sich in Workshops begegnenden und gemeinsam ausstellenden Künstlergruppe. Die Nachbarschaft zwischen den beiden Künstlerinnen, Hendrike und Judith Kösel, ist eine gleich mehrfache. Da ist zunächst die gemeinsame Herkunft, Kindheit und Jugend als Kinder des Künstlerehepaars Berthold und Edith Kösel in Sigmaringen. Zusammen mit ihrem jüngeren Bruder sind sie in den 1960er und 70er Jahren inmitten von Kunst und bildnerischem Schaffen aufgewachsen. Bereits in jungen Jahren haben sie ihre Eltern nachgeahmt, ihnen bei Stickarbeiten geholfen und beim Vergolden die Politur übernommen. Die Wände ihrer Kinderzimmer waren bemalt und im Dachgeschoss des durch alle Geschosse überreich mit Kunstwerken belegten Elternhauses konnten sich die Mädchen ein eigenes, fantasievolles Kinderreich gestalten. Beim Besuch von Freunden kamen ihnen die aufgeräumten Wohnungen fremd und karg vor. Es ist ziemlich genau 5 Jahre her, dass die Kreisgalerie unter dem Titel »Zwei Leben für die Kunst« von Oktober 2016 bis Februar 2017 Berthold und Edith Kösel eine Retrospektive gewidmet hat. Sowohl die Ausstellung mit ihren Begleitveranstaltungen und noch mehr meine Besuche in dem von oben bis unten mit den Zeugnissen eines lebenslangen bildnerischen Schaffens angefüllten Wohn- und Atelierhaus sind für mich unvergesslich geblieben. Besonders freut es mich, dass wir mehrere Schlüsselwerke der beiden für die Kreiskunstsammlung erwerben konnten und jetzt in der ständigen Ausstellung der Kreisgalerie der Öffentlichkeit präsentieren können. Berthold und Edith Kösel haben das bildnerische Handwerk mit seinen technischen Gestaltungsformen in geradezu virtuoser Vielfalt und hoher Könnerschaft beherrscht. Die Vielfalt der Techniken und Formen reichte von Textilarbeiten mit Stofffragmenten und aufwendigen Hanf- und Leinenstickereien über farbensprühende Landschaften und gemalte und skulpturale Menschen- und zumal Kinderporträts bis zu Hinterglasbildern, Emailarbeiten und figurativ gestalteten Ofenkacheln.
dieses Gespür für Material, Gestaltung und Form haben sich neben dem handwerklichen Talent auf die Töchter vererbt und in jeweils eigenen Bildwelten weiterentwickelt. Weitere Gemeinsamkeiten der beiden Schwestern sind die vielfach überschießende Fantasie und der humorvolle, anteilnehmende Blick auf die Vielfalt des Menschlichen, die im Werk sowohl der Grafikerin Hendrike Kösel wie auch der Keramikerin Judith Kösel einen jeweils eigenständigen Ausdruck finden. Beide lieben in ihrem bildnerischen Schaffen auch das Serielle. In Grafikreihen zu Impressionen von chillenden Afrikanern am Berliner Landwehrkanal, zum Solgauer Stadtleben oder auch dem altorientalischen Gilgamesch-Epos, ebenso wie in Reliefs und Skulpturen zu den Grimmschen Märchen, zu Leben und Tod der geliebten Hauskatze, zum Badevergnügen an den heimischen Baggerseen oder auch zu Corona-Menschen und dem Schicksal der Bootsflüchtlinge. Ich lade Sie herzlich ein, die bildnerische Welt der beiden Schwestern in ihrer Nähe und ihren Gemeinsamkeiten, aber auch in ihren Unterschieden und Kontrasten bei einem oder auch mehreren Besuchen in der Kreisgalerie selbst zu erkunden und kennenzulernen. Frank Müller wird uns gleich in seiner Einführung die beiden Künstlerinnen und ihr Werk noch etwas näher bringen. Ich möchte danken allen, die diese besondere Ausstellung und die heutige Online-Übertragung der Vernissage möglich gemacht haben und jetzt möglich machen. Hendrike und Judith Kösel für ihre Bereitschaft und ihre tatkräftige Mitwirkung an Vorbereitung und Aufbau der Ausstellung unter teilweise nicht ganz einfachen Umständen. Dass das Stellen einer Ausstellung im Notfall auch mit dem Einsatz einer Handykamera über WhatsApp möglich ist, nehmen wir als bleibende Lernerfahrung mit. Dank meinem Galerietechniker Walter Schönfeld und seinen Mitstreiterinnen Martina Krall und Sabine Andersson für Transport, Aufbau und Logistik der Ausstellung. Dem Fotografen Rainer Löwe für zahlreiche Fotoaufnahmen, die Sie anschließend in einem virtuellen Ausstellungsbesuch auch online erleben können. Frank Müller aus Bad Saulgau für die Einführungsrede sowie Wolfgang und Harry Eisele für die musikalische Umrahmung unserer Vernissage. Dank auch dem Team von Bild und Ton aus Sigmaringen für die kompetente und verlässliche technische Unterstützung beim heutigen Livestreaming und bereits bei einer ganzen Reihe von Online-Projekten in den zurückliegenden beiden Jahren. Ich übergebe an Frank Müller. So. Ich darf mich also heute äußern zur Ausstellung der beiden Künstlerinnen Hendrike und Judith Kösel. Zwei Schwestern, gebürtig aus Sigmaringen, und zwei der drei Kinder des Künstlerehepaars Edith und Berthold Kösel, die in Sigmaringen gelebt und gearbeitet haben. Der verdienstvollen Serie der Ausstellungen über Künstlernachbarschaften oder Künstlerpaare des Landkreises Sigmaringen hier im Schloss Meßkirch ist es zu verdanken, dass sich nach dem Künstlerehepaar Kösel nun auch das Künstlerschwesternpaar Kösel präsentieren darf. Das finde ich insofern schön, wenn man somit über eine, wenn auch kleine, Künstlerdynastie erfährt, die einem Auswärtigen wie mir sonst verborgen geblieben wäre. Wie komme ich eigentlich heute zu der Ehre, hier sprechen zu dürfen? Gut, ich habe den Namen Kösel schon einmal gehört. Mein früherer Nachbar baute zu seinem Vergnügen alle Arten von Cembalos, Spinette, Klavichords, ja sogar ein Klaviziterium. Und zweier dieser Instrumente waren kunstvoll bemalt mit Bildern von fantastischen Landschaften und biblischen Szenen aus der Hand eines Ehepaars Kösel.
Ich hatte also den Namen Kösel einmal gehört und in der Gehirnschublade abgelegt. Jahre später wohnte ich auf einer Party, einer Aufführung bei der eine gewisse Hendrike mit einem Kerzenleuchter auf dem Kopf den Bauch kreisen ließ. Die Frage nach, was macht sie denn sonst so, wurde mit Mole beantwortet. Weitere Jahre später hörte man den Namen Hendrike Kösel immer wieder in Bad Solgaus Kunstumgebung, bei Ausstellungsbeteiligungen, in der Fähre oder den offenen Ateliers. Hendrike Kösel wurde also zu einem Namen, bei dem ich eine Vorstellung davon hatte, was es sonst so macht. Von einer existierenden Schwester hatte ich nie bewusst gehört und natürlich auch nichts darüber, was die es so macht. Ich gebe zu, nicht gerade ideale Voraussetzungen, um bei einer Vernissage etwas über die beiden Künstlerinnen erzählen zu können. Eines Freitags frühabends saß ich in meiner Stammkneipe, um in Ruhe und unbelästigt von irgendwelchen Leuten mein Bier zu trinken und die vorangegangene Arbeitswoche ausklingen zu lassen. Ich wurde von der Seite her von eben jener Hendrike angeschwätzt, ob ich mir vorstellen könne, zur Vernissage der Ausstellung über die Werke von Hendrike und ihrer Schwester etwas zu sagen. Das kam doch sehr überraschend, da ich eigentlich bei Vernissagen eher zu denjenigen gehöre, die sich auf kurze Reden und ausgedehnte Buffets samt Weinbegleitung freuen. Wenn ich mich recht entsinne, brauchte ich an diesem Abend noch mindestens ein weiteres Bier, bis ich mir zumindest die Bedenkzeit für eine endgültige Antwort ausbat. Nun, ich bedanke mich für das Vertrauen der beiden Schwestern und auch Ihnen, Herr Dr. Weber, dass Sie mein Schwätzen heute Morgen ungeprüft genehmigt haben. Ohne meine Frau Eva hätte ich mich aber niemals auf dieses Wagnis eingelassen. Sie ist die Kunstfaszinierte und ich nur der Schwätzer. Ich muss die Kunstwissenschaftler und Theoretiker unter Ihnen aber gleich enttäuschen. Ich nähere mich dem Schwesternpaar in den nächsten Minuten nicht durch Theorie, sondern nur durch das Auge des intuitiv Sehenden. So, und nun lasset uns beginnen. Sigmaringen-Leitz, gut situiertes Wohngebiet aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Meine Frau und ich steuern auf ein Wohnhaus mit Einliegerwohnung zu, das D zunächst nicht verrät, dass es hier ein Künstlerinnenatelier gibt. Doch kurz vor dem Betreten des Vorgartens sitzt da ein neckisch bunt bemaltes Frauenfigürchen auf der Betonmauer, lächelt uns an und es folgen rechter Hand drei fast lebensgroße, ziemlich nackende Frauenfiguren aus grauem Beton. Linker Hand bewachen zwei lebensgroße Dobermänner die Terrasse und ein Straßenhund kackt auf dieselbe. Dazu gibt's noch Hasen aller Art, mit und ohne Jagdhund. Auf die Gartenmauer ist lässig ein geblümtes Kissen hingeworfen, was sich bei näherer Betrachtung aus bemaltem Beton herausstellt. Und schon steht Judith Kösel vor uns und begrüßt uns mit dem Leitzer Kösel-Lachen. Kurze Irritation, das ist ja wie das Solgauer Kösel-Lachen. Wie ich schon erwähnte, kannten wir bisher nur Hendrike Kösel und waren deshalb überrascht, vor einer sehr verwandten Seele zu stehen, der anderthalb Jahre jüngeren Schwester Judith. Wie sie sich ähneln, sehr angenehm, sehr zugetan, man fühlt sich sofort willkommen. Der Eintritt in die Einliegerwohnung lässt den Atem stocken. Überwältigt betritt man ein anderes Universum. Sofort überfordert nimmt man die Hunderte von Figuren, Köpfen, Personen, Tiere, Reliefs nur noch bruchstückhaft wahr. Es ist zu viel fürs einfache Betrachtergemüt. Die Bevölkerung von Leitz hat sich mit einem Mal verdoppelt und tummelt sich in dieser Einliegerwohnung.
Mit so etwas hatten wir niemals gerechnet. Und dann erfährt man Stück für Stück, was es mit all dem Dargestellten auf sich hat. Um es gleich vorwegzunehmen, irgendwie sind wir in einer barocken Enklave des 21. Jahrhunderts gelandet. Ein Zeitsprung zurück, der aber selbstverständlich im Hier und Jetzt ist. Das Barock, die schiefe Perle. Die Verbildlichung überbordender Lebenslust mit dem Tod als ständiger Begleiter. Offensichtliche Nacktheit, fülliger Körper, alles ist fleischig, ist in Bewegung. Man denkt sofort an die heute noch sichtbaren Zeitzeugen des Barock, die Kirchen mit ihrer opulenten Innenausstattung und den hier und her flitzenden Putten. Man muss nochmals innehalten, bevor man den Schritt weiter hinein in das Ausstellungsatelier in Leitz macht. Natürlich sind wir in einer Einliegerwohnung mit ca. 2,60 Meter Deckenhöhe, aber diese Fülle an Figuren, Formen und Farben erinnert einen doch sehr an die Opulenz eines barocken Raumes. Und so geplättet wie der Norddeutsche zum ersten Mal den oberschwäbischen barocken Kirchenraum betritt, stehen wir hier in einer Einliegerwohnung. Das war es aber auch schon mit kirchlichen Gefühlen. Judith Kösels Augenmerk ist auf das Hier und Jetzt, auf die sie umgebende Realität gerichtet. Da wird ein Saunabesuch zur Inspirationsquelle für eine Reliefdarstellung wenig ästhetischer Männer- wie Frauenfiguren. Unförmige Körper mit kleinen roten Zipfelchen, teilweise breitbeinig sitzend und schwitzend, alles hängt und wabert. Instagram-trainierte Jugendliche würden sich mit Grausen abwenden. Demneben gehängt recken sich selbstbewusst geformte weibliche Dekolletés von der Wand ab und dem Besucher entgegen. Mehr oder weniger bedeckt, da braucht nichts mehr hinzugefügt werden. Kein Kopf, kein restlicher Körper, Brüste reichen. Gut gebaute kleine Damen in buntblumigen Kleidchen regeln sich züchtig in allen Sitz- und Liegepositionen und lächeln dem Betrachter gute Laune zu. Entstanden in fülliger Ausführung für die Landesgartenschau in Sigmaringen 2013 und etwas elfenhafter für die Landesgartenschau in Überlingen 2021 haben sie sehr zum Bekanntheitsgrad der Werke von Judith Kösel beigetragen. Und sie tun es mit guter Laune. Man lässt sich davon anstecken, will auch etwas mit nach Hause nehmen, aufstellen, täglich angesteckt werden vom Schmunzeln der Figur. Ein wenig anders und etwas verloren stehen die anderen da. Ganz nackt und nur bekleidet mit einer Maske, mit einer Corona-Maske. Sie rühren sich nicht vom Fleck, die Beine eng zusammen, die Arme zum Teil eng am Körper gepresst, stehen sie dicht an dicht, die Corona-Menschen. Nackt und bleich wissen sie nicht so recht, was sie mit sich anfangen sollen. Judith Kösel reagiert bei ihren Werken auf aktuelle Situationen. Sie lässt sich von dem, was gerade los ist, inspirieren. In der Hoffnung, diese Corona-Zeit bald verlassen zu dürfen, müssten wir uns eine dieser Figuren sichern, um ab und zu in späteren Zeiten an die absurde Zeit damals erinnert zu werden. Memento Corona, Memento Corona. Ich bin kein Lateiner. Oder die Arbeiten zum Thema Flüchtlinge. Leider ist diese Zeit nicht vorbei. Wieder Menschen, dicht gedrängt, nicht bleichgesichtigt, sondern colored, sitzen Vertriebene in Booten und streben den gelobten Ländern entgegen. Gelobte in Anführungszeichen. Sie wollen nicht und müssen doch. Das sieht man an den ängstlichen, verzweifelten Blicken, an den weit geöffneten, weißen Augäpfeln in dunklen Köpfen. Ich komme nochmal zurück zum Memento. Dieses Mal zum Memento Mori, Gedenke des Todes, um meinen anfangs geäußerten Vergleich zum Barock wieder aufzunehmen. Diesen Aspekt finde ich besonders anrührend und authentisch. Bei aller Verspieltheit und Buntheit in dieser Einlegerwohnung in Leitz, der Tod ist ebenfalls zu Gast und wie ganz selbstverständlich Teil mancher Werke. Judith Kösel verarbeitet in ihren Bildwerken ganz bewusst
durch ihre Erfahrungen im Umgang mit dem eigenen drohenden Tod und durch die Erfahrungen mit dem Ableben aus dem Familienumfeld. Eine Relief-Serie zum Leben und Entschwinden ihrer Katze gleicht einer der Szenendarstellungen aus einer biblischen Auferstehungsgeschichte. Wenn ich diese Arbeiten sehe, kommen mir spontan Bildeindrücke von Fra Angelico in den Sinn, einem Maler aus der Frührenaissance. In einem rundbogenbegrenzten Rahmen mit säulenartigen Begrenzungen links und rechts, gehalten in dunkelblau und gold, spielen sich auf mehreren Reliefs Szenen aus dem Leben der schwarzen Hauskatze ab, bis sie am Schluss das Zeitliche segnet und mit goldenen Flügeln himmelwärts strebt. Das wirkt träumerisch, sogar etwas opulent, aber hat nichts Kitschiges, trotz der Flügel in Gold. Im Gegenteil, es berührt einen, wie wenn man einer gut erzählten Geschichte lauscht, die nicht darauf aus ist, Effekte zu erhaschen, sondern die einen in den Bann zieht und mitnimmt. Sehr ergriffen waren wir, als uns Judith ein Relief zeigte, das den Sterbemoment ihrer Eltern darstellt. Ganz persönlich und ganz ungeschönt. Obwohl zeitlich mit etwa einem Jahr Unterschied verstorben, liegen Mutter und Vater Kösel in ihren Betten und sind umgeben von den Dingen, die Judith mit ihnen in Verbindung gebracht hat. Während der Vater aber entspannt und zufrieden schlafend daliegt, starrt die Mutter mit aufgerissenen Augen und offenem Mund nach oben. So wurde sie von der Familie nach ihrem Tode gefunden. Da ist's nichts mit Engelein süß, hab die Hände gefaltet, sanft entschlafen. Hier kommt der Tod, zur Tür hereingestolpert, reißt die Seele aus dem Leben und lässt die überraschte Körperhölle zurück. Das schockiert im ersten Moment, aber es berührt auch. Und es führt ganz schnell zur Frage, wer ist die Person, die so etwas schafft? Warum erschafft sie es? Judith Kösel, geboren 1965, circa anderthalb Jahre nach Hendrike, lernte die Kunst von Kindesbeinen an im elterlichen Hause kennen, blieb dann aber eher unfreiwillig und autodidaktisch an dieser hängen. Nach einer frühen Schwangerschaft und einer anschließenden lebensbedrohenden Tumorerkrankung entschloss sie mit 23 Jahren, ihr künstlerisches Schaffen einfach weiterzumachen und nicht erst eine Ausbildung oder gar ein Studium zu beginnen. Das ist eigentlich im köselschen Sinne ganz normal, aber dazu komme ich später noch. Für sie ist Gestalten Teil des Lebens. Sie hat zwar Seminare und Kurse zu bildnerischem Gestalten besucht, braucht das aber eigentlich alles nicht. Eine Zeit lang hat sie einer Töpferei gearbeitet. Aber wenn sie Dinge immer wieder gleich machen muss, ödet sie das eher an. Sie gestaltet, indem sie die Dinge, die sie erlebt, in ihren Medien umsetzt. Wie andere das zuvor in der Zeitung Gelesene später am Stammtisch weitererzählen und interpretieren. Judiths Schwerpunkt liegt im skulpturalen Gestalten. Sie malt zwar auch, aber wie man unschwer aus den ausgestellten Werken schließen kann, arbeitet sie hauptsächlich dreidimensional. Die Plastik, also Ganzfigur, und das Relief, eine auf einer Fläche gebundene, in den Raum herausragende Figur, das sind ihre Medien. Hiermit erzählt sie ihre Geschichten, geformt aus Ton und Beton, getrocknet oder gebrannt, meist farbig angemalt, gefasst, wie man es in der Kunst sagt. Eine spezielle Werkgruppe sind die, ich nenne sie mal, erzählenden Reliefs, die wie die Paneele von Comicgeschichten innerhalb eines Rahmens eine Geschichte erzählen. Dazu gehört das Sterberelief der Eltern ebenso wie die Katzengeschichte oder die Engel, die Sie in der Ausstellung sehen können. Hier ein Schnitt. Wir verlassen Leitz und Judith Kösel. Anderer Ort, andere Zeit, gleicher Familienname Kösel, anderer Vorname Hendrike. Nochmals im Rückblick, wir besuchten das Atelier von Judith Kösel an einem sonnigen Spätsommernachmittag. Blauer Himmel, warmes Wetter, strahlend schön. Wir verabreden uns mit Hendrike Kösel Ende November an einem zum Glück nicht ganz grauen, aber dennoch sehr kalten Samstag in ihrem Solgauer Atelier im Industriegebiet.
Ihr Atelier ist im Bürotrakt einer ehemaligen Lagerhalle für Büroartikel untergebracht, wo sie zusammen mit zwei weiteren Kolleginnen die Räumlichkeiten nutzen darf. Auch hier, man kann es ahnen, betritt man ein neues Universum, ein Sammelsurium von Tischen bedeckt mit Papieren, Farbtuben, Farbmischplatten, Skizzen, Stiften, Schubfächer, die Überquellen von Zeichnungen, bauchige Mappen mit allerlei Arbeiten auf Papier, ehemalige Wohnzimmer, Gläserschränke gefüllt mit Zeichnungen auf Steinscheiben und auch Plastiken, die von ihrer Schwester stammen, vermute ich. Nein, ich lasse mich aufklären, ihrer Mutter. Daran sieht man schon die Verwobenheit der Künstlerfamilie Kösel. An der Wand lehnen größere Bilder und die Wände sind bedeckt mit mittleren und kleineren Arbeiten in den Techniken Aquarell, Öl und in Hinterglasmaltechnik. Jetzt wiederholt sich, was schon zuvor im Atelier von Judith Kösel passiert ist. Das Auge will ebenfalls nicht ruhen und gleitet hilflos über die Vielzahl an Arbeiten. Kaum fähig zu fokussieren, bleibt kurz hängen am fast lebensgroßen Kopf des Vaters, der von Mutter Kösel moduliert nun auf einem der Tische am Fenster steht und Henrike beim Arbeiten zuschaut. Erst als wir mit Henrike einzelne Arbeiten ansteuern, schälen sich die Themen der Bilder heraus. Auch hier gibt es Biografisches, Erlebtes. Die Szene Künstler samt Entourage halten Hof in einer Kneipe wird genauso gezeichnet wie ein spontanes Schnapsglas zu Brosten einer Vierergruppe von lustigen Zechern. Der Blick auf ein Nonnengrüppchen in Brixen, das fasziniert die Hälse in das Kreuzgewölbe eines Gebäudes richtet, dient als Vorlage für eine verzückt anmutende Versammlung gewanderter Damen in antikem Ambiente. Mir kommt spontan der Satz von Adolf von Menzel, dem Berliner Zeichner des 19. Jahrhunderts, in den Sinn, der einmal gesagt hat, alles Zeichnen ist gut, alles Zeichnen ist besser. Henrike zeichnet oder aquarelliert oder malt alles Szenen in einem Einkaufsladen mit Corona-Kundschaft, ein toter Vogel, dem sie beim Spazierengehen über den Weg läuft, Werkzeuge wie eine Zange oder ein Schraubgerät, ein abstraktes Gestell mit einem Lockenkopf dran. Was ist das? Irgendwas aus einer Kirche? Nein, ein Fensterladenstopper, wie man ihn früher an zahlreichen Häusern gesehen hat. Aus hingeworfenen Bananenschalen scheint sich eine Art Laokoon-Gruppe zusammenzuwursteln. Der Blick in ein Wasserglas öffnet den Spiegelblick in ein Zimmer. Das reflektierende Glas der Tuscheflasche auf dem Fensterbrett gibt die verzerrte Industrieumgebung um das Atelier wieder. Ich fühle mich da erinnert an die Stillleben oder Kleinstlandschaften des Zeichners Horst Jansen. Unser Blick bleibt hängen an Abbildern von Berglandschaften, die mit expressionistischer Farbintention blaue Berge, gelbe Hänge, rote Wolken dramatisch aufleuchten. Die Wolken, wie die Berge, aus scheinbar gleichem Material. Von unten spitzig, eckig die Berge, von oben rund und bauchig die Wolken. Beide treffen aufeinander. Man sieht, man fühlt, da braut sich was zusammen. Hier sei noch erwähnt, in unserem Wohnzimmer hängt ein kleines Bildchen, kleiner als ein DIN A4-Blatt. Es zeigt Heurollen, die zum Trocknen auf einem abgemähten Feld liegen. Das Feld sieht so heiß aus, dass ich jedes Mal denke, die Dinger müssten sofort in Flammen aufgehen, wie sie da liegen auf dieser glühenden Ackerfläche. Zurück ins Atelier von Henrike, in dem zu dieser Spätherbstjahreszeit drinnen wie draußen dieselbe Temperatur herrscht. So stellt man sich doch die Künstlerumgebung vor, saukalt, unwirtlich, auf Dauer kaum auszuhalten. Da muss man sich voll auf das Bild einlassen, um der unwirtlichen Wirklichkeit zu entfliehen. Der einzige Heizlüfter ist übrigens auf ein Ölgemälde gerichtet. Das trocknet sonst it bis zur Ausstellungseröffnung, meint Henrike auf die unmenschliche Position des Lüfters angesprochen. Wie gesagt, Henrike zeichnet und malt alles. Bahnhofshallen, Rindviecher, wilde Schweine, Porträts. Aus der Lust heraus und auch auf Wunsch. Und in all diesem Mini-Universum fällt uns das Bild eines seltsamen Gebildes auf. Ein grünlich verbogenes Objekt, das auf Karton gepinselt ist. Was kann das sein?
Das, so Hendrike, ist der verratzte und deshalb schon seit geraumer Zeit auf einer Ablage liegende Schminkbeutel meiner Tochter Cosima. Das habe ich gesehen, als ich auf dem Klo gehockt bin. Oben auf der Ablage. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das? Also gemalt. Sie sehen an diesem Beispiel, dass es für jemanden, für den Zeichnen so selbstverständlich ist wie für andere Leute Essen, eine nicht enden wollende Vielfalt an Motiven gibt. Er oder sie kann immer und überall zeichnen. Stellen Sie sich einmal vor, die Menschen würden, anstatt zu jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit zu fressen, zeichnen. Wir bräuchten keine Schlankmacher mehr. Ich nutze die Gelegenheit und blicke nun kurz in die Biografie Hendrikes. Die ältere Schwester, Jahrgang 1963, ging nach der 10. Klasse mit der mittleren Reife von der Schule ab, dann zunächst auf die Freie Kunstschule Bad Cannstatt, um sich auf die Akademie vorzubereiten und studierte dann freie Grafik an der Kunstakademie in Stuttgart. Man kann dort nicht mit dem Abschluss mittlere Reife studieren. Das geht nur mit einem Hochschulabschluss oder, wie bei Hendrike, nach dem Bestehen einer begabten Prüfung. Sie studierte 8 Semester und bekam vor dem Studienabschluss ihre erste Tochter Rebecca, was zur Folge hatte, dass sie sich die nächsten Jahre dem Aufbau ihres Familienunternehmens widmete, das sich noch um 2 weitere Töchter, Cosima und Maura, vergrößerte. Ihr Mann Ansgar, auch ein Absolvent der Kunstakademie, arbeitete als Kunsterzieher am Gymnasium in Bad Saulgau. Erst als die Kinder etwas älter waren, konnte Hendrike ihre Leidenschaft dem Zeichnen wieder in größerem Umfang nachkommen. Um ihr Grundeinkommen zu erwirtschaften, arbeitet sie inzwischen als Kunstlehrerin in der Jugendkunstschule Bad Saulgau und in 2 Schulen in Altschausen und Weingarten. So erweitert sich der Kreis, denn obwohl freischaffend, arbeitete auch der Vater Bernhard Kösel als Kunsterzieher. Klammer. Ohne Pädagogenausbildung, wie die Tochter Hendrike. Es wurde mir erzählt, dass der morgendliche Gang des Vaters zur Pädagogenarbeit oft mit dem Ausspruch »O Schule« begleitet wurde. Innerfamiliell gesehen eigentlich »Scheißschule«, aber das kann ich jetzt öffentlich nicht sagen. In diesem Ausruf »O Schule« stimmte dann sowohl die Mutter als auch die Kinder mit ein. Und jetzt wieder, einer Familientradition folgend, Tochter Hendrike als Lehrerin. O Schule. Kommen wir wieder auf die Werke von Hendrike zurück. Die Zeichnungen von Hendrike sind sehr illustrativ. Sie entfernt sich nicht weit vom Realismus, dem sie allerdings manchmal traumhafte Assoziationen hinzufügt. Spontan sind mir bei ihren Zeichnungen, wie übrigens auch bei den Reliefs von Judith, immer war wieder die Arbeiten der fantastischen Realisten aus Wien eingefallen, zum Beispiel wie von Arik Brauer. Wenn man ihre Zeichnungen betrachtet, meist in Aquarell koloriert, die Figuren deutlich mit einer schwarzen Linie umrahmt, kann man Hendrike Kösel als Illustratorin bezeichnen. Ihre Themen und ihre Inspiration zieht sie ebenfalls wie Judith aus dem Erlebten, dem Selbstgesehenen. Mit ihrem umfangreichsten Illustrationsprojekt, das auch ausführlich in dieser Ausstellung gezeigt wird, hat sie sich aber auf eine Welt eingelassen, die sie nicht selbst erlebt hat, die noch vor unserer Zeitrechnung spielt, um 2500 bis 3000 Jahren vor Christus, die wahrscheinlich nie in der Realität gespielt hat, sondern nur in den Erzählungen. Diese Erzählungen drehen sich um die Abenteuer des Halbgottes Gilgamesch. Die Erzählungen wurden von den Sumerern in Keilschrift auf Tontafeln festgehalten. Man nennt sie Gilgamesch-Epos. Diesem Gilgamesch-Epos widmet Hendrike 80 Zeichnungen im Format etwas kleiner wie DIN A3. Die Blätter sind immer gleich aufgebaut. Das leicht graue Papier ist weißlich kondiert. Darauf wird mit Aquarellpinsel und Tuschestrich gezeichnet und das Ganze von einem dicken farbigen Rahmen eingefasst. Hendrike widmet sich dabei einem der populärsten Medien der Kunstgeschichte, der Illustration von Texten.
Sie ist dabei durchaus in illustrer Gesellschaft. Denken Sie an die Bibelillustrationen der unbekannten Meister zu Zeiten der illuminierten, handgeschriebenen Bibeln bis hin zu den Künstlern des 19. und 20. Jahrhunderts, Schnorr von Carolsfeld, Chagall, Dalí, Griesaber oder Hechelmann, um zwei Künstler aus der weiteren Region zu nennen. Ich erinnere an Dantes göttliche Komödie, illustriert von Botticelli, Doré und Blake. Oder Goethes Faust von Delacroix. Wir springen jetzt mal in die Jetztzeit und stellen fest, dass das Illustrieren von Texten in den letzten Jahren in Form der sogenannten Graphic Novels sehr in Mode gekommen ist. Graphic Novels sind in zeichnerischer Sicht ein Zwischenglied zwischen den Einblattillustrationen der vorhin genannten Beispiele aus der Kunstgeschichte und den Comicstrips, die mit komponierten Bildsequenzen Geschichten erzählen. Hendrike bleibt bei ihren Illustrationen des Gilgamesch-Epos bei der klassischen Technik der Einblattillustration. Das wiederum hebt sie vom mittlerweile unüberschaubaren Markt der Graphic Novels ab und platziert sie im künstlerischen Illustrationsbereich. Beim illustrierten Zyklus des Gilgamesch-Epos haben wir es mit zwei Bergen zu tun, auf die wir wandern sollten, um mit dem Zyx etwas anfangen zu können. Der eine Berg sind Hendrikes Zeichnungen. Man kann sie anschauen und als Einzelblatt begutachten. Hier ist aber eine schöne Bildkomposition. Dort gefallen mir die Farben. Oh, interessante Stoffmuster hat sie gemalt. Oder, hä, was soll denn das sein? Und so weiter. Das ist eine angenehme, kurzweilige Wanderung. Der zweite Berg ist der Berg der literarischen Erzählung des Gilgamesch-Epos, den Sie erklimmen, sprich lesen sollten und müssten, um das Projekt in seiner Gänze zu durchdringen. Ich vertuche dies nun in einer Schnellfassung und eher als Anregung wie als Inhaltsangabe. Zunächst, die Menschen liebten schon immer Geschichten und je abgefahrener, desto faszinierender für die Zuhörer. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Wie damals die Geschichten der Odyssee, des Alten Testamentes oder Dantes göttliche Komödie die Zuhörer faszinierten, das sind heute Filmserien wie Herr der Ringe, Marvel-Superheldenfilme oder auch alles, was mit gewaltigen Monstern zu tun hat, wie King Kong oder Godzilla und was es sonst noch gibt. Die erste von Menschen aufgeschriebene Fantasy-Monster, fremde Welten, Superheldengeschichte allerdings stammt aus dem 2. Jahrtausend vor Christus. Sie spielt im Zweistromland oder Mesopotamien, die Gegend des heutigen Syrien und Irak. Und sie berichtet von, ich zitiere die Übersetzung des Untertitels, demjenigen, der die Tiefe sah, oder auch von derjenige, der alle Könige übertraf. Gilgamesch, so heißt der Halbgott und König, begibt sich mit seinem Freund Enkidu auf eine Reise und erlebt allerlei gefährliche und verrückte Abenteuer. Hanebüchen, würde der verbeamtete Verwaltungsangestellte sagen. So ein gesponnener Zeug trotzt mir die schwäbische Hausfrau beim Bügeln entgegen. Und dennoch wären sie allesamt insgeheim fasziniert, wenn sie die Geschichten dieses Maulhelden, dieses Schönlings und scheinbar unbesiegbaren Königssohnes Gilgamesch und seines Freundes erzählt bekämen. Gewiss, die Sprache ist alt und sicherlich ohne Übersetzung ins Jetzt-Deutsche mühevoll bis gar nicht zu verstehen. Aber zum Glück haben wir die Illustrationen unserer Hendrike, die sich quasi als Bildberichterstatterin mit auf die Reise gemacht hat und anschaulich dokumentiert, was sich vor fast 4000 Jahren zugetragen hat, kann man ja nicht sagen, sondern was aufgeschrieben wurde. Ich bin ehrlich. Als mir Hendrike gesagt hat, dass sie Zeichnungen zu einem Gilgamesch-Epos macht, dachte ich mir, oh je, was ist das jetzt wieder für ein verkopfter antiker Bronz? Seuch, lahm, kapiere, duscht nix, wie bei dem griechischen Götterkrampf, den man uns in der Schule aufzwängt hat. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Das Ganze ist textlich sehr unterhaltsam, natürlich in einer modernen Textinterpretation. Und du, Hendrike, schaffst es mit deinen Zeichnungen, die Geschichten der alten Sumerer sehr locker und erzählerisch zu illustrieren. Fazit, die Kombi Kösel-Gilgamesch macht Spaß. Ich
Ich will den Exkurs in den Bilderzyklus mit einem hoffenden Wehklagen abschließen. Sie sehen hier in der Ausstellung ca. 20 der 80 Zeichnungen. Sie können die Texte zu den Begebenheiten nicht vollständig lesen. Sie haben also nur einen Teil des Vergnügens zugänglich. Und nun stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn Hendrike eine Zeichnung verkauft. Sie würde fehlen. Deshalb, um es in Johann Sebastian Bachs Art kundzutun. Also erging zu seiner Zeit ein Aufruf an den Meßkircher Verleger, sich aufzumachen, ein Buch zu erstellen von des alten Eposes Inhalt mit gar wunderlichen Bildlein der Ozu Kösels Hendrike, bam, bam, und so weiter. Wer es nicht verstanden hat, ist egal, Hauptsache der Herr Gmeiner hört zu. Nun zum Abschluss komme ich auf das Schwesternpaar zu sprechen. Sie werden in dieser Ausstellung zwei Schwestern kennenlernen, die sich bildnerisch ihre Welt gestalten. So etwas kann man an einer Kunsthochschule lernen, höre in dich, entwickle dich, schaffe dann aus dir. Oder man tut es einfach, man tut es, weil man es ganz natürlich so gelernt hat, wie essen und schwätzen. Und das ist dann ganz normal, weil man es so gewohnt ist. Nichts anderes kennt man seit Kindesbeinen an. Das ist vielleicht weniger artifiziell, aber wesentlich authentischer und berührt den Betrachter, wenn er sich ein wenig Zeit nimmt, sich mit den Werken und den Frauen dahinter zu befassen. Warum sagte ich von Kindesbeinen an? Hier müssen wir einen Abstecher weg von der Kunst hin zur Familie Kösel tun, wie es Herr Weber auch schon ausgeführt hat. Für die Kösel-Insider unter Ihnen ist das natürlich nichts Neues. Aber es gibt ja noch andere, so wie mich. Bei diesem Abstecher hin zur Familie Kösel sehen wir, dass die Familie und die Kunst so eng miteinander verwoben ist, dass man sie nicht trennen kann. Ich möchte nun das Wort Kunst durch das Wort Gestalten ersetzen. Die hehre Kunst will mir bei der Familie Kösel nicht so sehr in den Sinn kommen, als ihr das Wort Gestalten. Dadurch will ich das Tun nicht mindern, sondern betonen, dass das bildnerische Gestalten bei Kösels so etwas war wie das tägliche Brotessen. Dabei wurde mir erzählt, dass es mit dem täglichen Brot am Köselschen Küchentisch oft sehr wörtlich zu nehmen war. Man aß Brot und der Vater schnitt Speck und verteilte ihn an die Kinder und die Katze. Aufwendig gekochtes und lang zubereitete Menüs waren eher etwas, was die Köselkinder bei Besuchen in anderen Familien bestaunten und genossen. Sie merken an diesem Beispiel schon, wie anders die Welt der Kösels war, wo man einfach malte, aquarellierte, formte, brannte, stickte, restaurierte, baute, eben gestaltete, das ganze Menü der Gestaltung auftischte, jeden Tag sehr abwechslungsreich, ganz normal eigentlich. Da bemalten die Kinder die Tapeten ihrer Zimmer, es wurden Bildchen gezeichnet, ausgeschnitten und an die Türe gebeppt mit Uhu. Das geht nicht mehr weg und ist auch nicht abwaschbar. Wieso sollte es auch? Und weil die Eltern Kösel auch ihr Haus mitgestaltet und mitgebaut hatten und das Atelier natürlich zentral wichtig war, wie anderer Leutes Küche, blieb der Rest des Hauses zunächst einmal kalt, wenn Herbst und Winter angesagt war. Das Zimmer, in dem man sich aufhielt, war, Sie können es sich denken, das Atelier mit seinem Bollerofen, an dem sich die Familie einfand, die Eltern gestalteten und die Kinder das auch versuchten. Sprechen lernt man durch Nachahmen und Abgucken bzw. Abhören von dem, was die Eltern vormachen. Warum nicht auch gestalten? So einfach ist das. Das ist natürlich nicht so einfach. Aber ich benutze diese plakative Darstellung des familiären Umfeldes, um Ihnen die beiden Gestalterinnen und warum sie tun, was sie tun, etwas näher zu bringen. Wenn man sich bei den beiden Kösels so umschaut, mit ihnen spricht, sie lachen hört, merkt man schnell, dass es sich um Schwestern handelt, auch ohne zu wissen, dass es Schwestern sind. Schaut man sich die Arbeiten an,
so lässt sich formal ein ebensolcher Bezug herstellen. Die Gesichter, Körperformen, auch teilweise die Inhalte, sie scheinen aus ein und derselben Haltung heraus zu entstehen. Einmal zweidimensional und einmal in allen drei Dimensionen. Sie ergänzen sich. Ein Marketing-Experte würde sagen, durch ihr unterschiedliches Produktportfolio weiten die Schwestern Kösel ihre Kernwerte in verschiedene Markensegmente aus, um eine breitere Käuferschicht anzusprechen und den Point of Sale zu optimieren. Bei Kösels gilt, nimm beide. Das ist nun der Werbeblock und speziell für alle Kaufinteressenten gedacht. Wir sind ja schließlich im Fernsehen heute. Bevor ich noch mehr Blödsinn rede, will ich Sie mit einer Überlegung in die Ausstellung entlassen oder die Zuschauenden zum Mittagessen. Die Medien zeigen uns die Superlativen, perfekte Menschen, perfekte Shows, perfekte Inszenierungen. Die Wirtschaft optimiert ihre Produktionstechniken, um größtmögliche Perfektion zu erreichen. Am liebsten würden sie auch die Menschen optimieren. Wo das nicht geht, müssen Maschinen ran. Man ist auch von der großen Kunst gewohnt, nach diesen Maßstäben zu streben. Perfekte Technik, perfekte Inszenierung, erzielte Bestpreise, Superlative über Superlative. Aber seien wir mal ehrlich, wo bleibt das Menschliche, das Authentische? Das Schauen und sich dabei denken, das lässt mich schmunzeln oder berührt mich, macht mich betroffen, tröstet mich, nimmt mich mit, gibt mir etwas, als ob man mit seinem Gegenüber ein angenehmes Gespräch führt, bei dem man hinterher sagen kann, das war jetzt echt, das hat sich gut angefühlt, das hat gepasst. Ich wünsche Ihnen ein anregendes Abtauchen in die Bilderwelt von Hendrike und Judith Kösel. Kosten Sie es aus. Dankeschön. Herzlichen Dank, Frank Müller, für diesen persönlichen, einfühlsamen Zugang in die Bildwelten von Hendrike und Judith Kösel. Verehrtes Publikum, ich möchte Sie jetzt einladen zu einem virtuellen Rundgang durch die Ausstellung. Insgesamt 29 Ansichten, Gesamtansichten, Einzelaufnahmen sollen Ihnen Appetit machen. Wie schon erwähnt, leibhaftig und selbst die Ausstellung in der Kreisgalerie zu erkunden. Unser Rundgang wird musikalisch begleitet von unserem Duo Eisele. Viel Vergnügen bei diesem Entdecken der Ausstellung jetzt auf virtuellem Weg. Thank you.
Ja, meine Damen und Herren, zum Abschluss unserer Vernissage wollen wir jetzt noch in einem kleinen Galeriegespräch dem Anliegen, dem Thema unserer Ausstellung Künstlernachbarschaften mit der Paarung der beiden Schwestern Hendrike und Judith Kösel ja einfach näher kommen. Ich habe mir so ein paar Fragen notiert, würde einfach die beiden bitten, dass sie vielleicht, so wie sie es wahrnehmen und erleben, versuchen, ein klein bisschen sich auf das Thema einzulassen. Sie sind beide in einem künstlerischen Elternhaus groß geworden und haben von ihren Eltern entscheidende Anstöße für den eigenen Werdegang erfahren. Wie haben Sie sich von diesem prägenden Vorbild eigentlich emanzipiert und den Weg zu Ihrem eigenen bildnerischen Schaffen in Ihre eigene Bilderwelt und zu Ihrer eigenen Persönlichkeit als Künstlerin gefunden? Ja, also zunächst muss man schon sagen, dass es einfach wirklich sehr prägend war, weil das so ein eigener Kosmos war, in dem wir aufgewachsen sind und das mir ja immer noch weiterhin prägt und begleitet. Dadurch, dass ich natürlich dann nach Stuttgart bin, an die Kunsthochschule oder an die Freie Kunstschule, habe ich natürlich auch anderes dann kennengelernt und auch dadurch, dass man, bin ja interessiert, dass ich dann Ausstellungen anschaue und auch verfolge, was andere zeitgenössische Künstler so machen, bildet sich dann natürlich auch neue Wege aus. Ja, und auch durchs Unterrichten ist es so, dass sich da auch immer wieder neue Horizonte auftun, wenn ich mit Schülern zusammenarbeite, wenn man Sachen von verschiedenen Richtungen her beleuchtet und verschiedene Techniken ausprobiert, tun sich dann auch immer wieder neue Sichtweisen auf. Also so der Anfang kann ich bestätigen. Und bei mir ist es einfach anders gelaufen und ich bin oft so auf mich selber und ja, auf mein ganz Inneres zurückgeworfen worden und auch konfrontiert worden mit Krankheit und verschiedenen Sachen, einfach Krisen, sage ich jetzt mal so. Und es war für mich immer ein ganz innerer Drang, dann das nach außen zu bringen. Es war für mich, kann ich bis heute noch Ressourcen auftanken, dadurch, dass ich einfach schwere Sachen, die ich so psychisch erlebe, im Umfeld oder mit mir selber, dass ich das verarbeiten kann. Ja. Ja, möchte ich auch noch dazu sagen, dass es ja auch immer ganz wichtig ist, dass man muss ja dann immer wieder auf sich gucken und schauen, was ich in mir entwickeln will, was ich in mir zeigen will. Das klar, außenrum gibt es viel zum Sehen, zum Verfolgen, zum sich inspirieren lassen, aber letztendlich muss man immer wieder auf sich selber gucken, was ich innerlich zeigen will, was ich entwickeln will. Ja, und ich empfinde dann auch, trotz der Schwere, wo manchmal da ist, auch schon einen inneren großen Spaß auch dann, so wenn ich im Fluss bin, was zum Arbeiten einfach eine Freude und ein Spaß zum Spüren, jetzt bewegt sich was und jetzt geht die Entwicklung voran. Kunstschaffen bewegt sich ja ähnlich wie das Schreiben, dem ich jetzt eher mitreden kann, ja in dieser Polarität von einsamem kreativen Gestalten und eben der Aufnahme von Einflüssen, auch von äußeren Einflüssen, auch von anderen künstlerisch tätigen Menschen. Wie sieht es bei Ihnen beiden aus? Wie sieht da auch der Einfluss der Schwester aus beim eigenen Arbeiten? Also bei mir ist es so, also wenn ich mit meiner Schwester zusammen unterwegs bin oder bei ihrem Atelier oder sie zeigt mir, was sie gerade macht, dann kann es schon sein, dass bei mir etwas anklingt
und beschäftigt mich und ich trage das dann auch eine Weile mit mir rum und spüre das, ja, das ist wie ein Keim, der auch schon bei mir irgendwie innerlich war und es entwickeln sich dann eigene, andere Bilder, die aus mir kommen und ja, manchmal setze ich sie dann um. Ja, und es braucht auch nicht viel Worte, also weil wir ja auch als Kinder sehr eng miteinander waren, also wir waren unsere besten Spielkameradinnen. Ja, man hat nicht viel reden müssen, wir haben unsere Geschichten uns ausgedacht und die haben auch bloß wir gekannt. Die hat sonst, wenn wir dann manchmal mit Nachbarskindern spielen wollten, dann haben die immer gar nicht begriffen, was wir eigentlich wollen, was es eigentlich geht. Das waren unsere Geschichten, die wir gespielt haben und so ist es auch jetzt, dass es einfach gar nicht viel Worte braucht, dass auch oft mir parallel, dass wenn ich jetzt da in meinem Gilgamesch, wo ich da als dieser Enkidu, dieser Freund von diesem Gilgamesch, als der gestorben ist, als ich das zeichnet habe, hat Judith gleichzeitig gerade eben diese Sterbeszene von unseren Eltern gemacht, also ohne dass wir groß drüber geredet haben. Oder als ich jetzt meine Landwehrkanalbar maximal pigmentierten gezeichnet habe mit ihren Handys in der Hand. Da habe ich gesehen, bei ihrem Atelier stehen auch welche mit dem Handy in der Hand, haben wir gar nicht drüber geredet. Also das oft gar nicht viel Worte braucht. Ja, und es ist irgendwie auch eine tiefe innere Verbindung, finde ich. Ja, kann man sagen. Sie bewegen sich ja, was ich so wahrnehme, zwar in jeweils eigenen, aber doch miteinander verwandten Bildwelten, haben auch ein Stück weit, denke ich, durch diese enge Verbindung in ihrer Kindheit und Jugend auch einen gemeinsamen Code, wo wahrscheinlich auch vieles ohne Sprache einfach intuitiv abläuft. Was ich auch so beobachte, sie begegnen dem Werk der jeweils anderen mit einem prinzipiellen Wohlwollen, einfach auch einem großen Interesse. Kritisiert man die andere dann auch mal oder gibt es da auch mal einen Ratschlag, einen Tipp? Ja, vielleicht könnte man das noch etwas in die Richtung fortentwickeln. Beschreiben Sie das vielleicht mal. Ja, klar gibt es auch Kritik oder einen Ratschlag und oft ist es ja auch so, dass man innerlich schon, wenn man in irgendeinem Werk ist und innerlich so das Gefühl hat, irgendwie stimmt es nicht und man kommt aber selber nicht drauf und kommt Hendrike zu mir zufällig und sagt, hey, da. Und dann fällt einem das wie Schuppen von den Augen. So ist es dann. Ja, schon. Ja. Ja, klar, ich meine, Kritik ist ja auch... Das frucht denn das? Ja, klar. Also, es kommt ja auch darauf an, wie man es vorträgt, ob man es verletzend sagt oder ob man es abwertend sagt oder ob man es einfach frei in den Raum stellt. Und dann kann man das mal von alle Seiten betrachten und denkt, ah ja, stimmt eigentlich. Ja, ja schon. Kann man es auch gut annehmen. Ja, kann man dann auch humorvoll sagen, was hast du jetzt da wieder gemacht? Genau. Ja, liebes Publikum, dabei wollen wir es belassen mit dieser Annäherung an die Bildwelten der beiden Schwestern Kösel. Sie herzlich einladen, lernen Sie einfach diesen eigenen Kosmos bei Besuchen in der Kreisgalerie kennen. Wie erwähnt, ganz normale Öffnungszeiten bis Anfang März, jeweils Freitag bis Sonntag und feiertags 14 bis 17 Uhr, außer Heiligabend und Silvester. Und wir hoffen und würden uns sehr freuen, wenn das Corona erlaubt, dass wir am Sonntag, am 16. Januar um 15 Uhr eine gemeinsame Führung mit den beiden Schwestern durch die Ausstellung anbieten. Wir werden es vermutlich so machen, dass wir jeweils Gruppen von maximal 15 Personen in diesen Ausstellungsrundgang mitnehmen. Falls das Interesse größer wäre, habe ich mit den beiden jetzt schon abgesprochen, dann machen wir einfach um 16 Uhr dann nochmal eine Führung. Herzlichen Dank jetzt für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit für unsere virtuelle Vernissage. Danke an alle Beteiligten, Frank Müller, den Brüdern Eisele, natürlich unseren beiden Künstlerinnen, dem Team von Bild und Ton nochmal
Und wir entlassen Sie jetzt in einen hoffentlich angenehmen, vielleicht kommt sogar die Sonne noch ein bisschen raus, vierten Advent, ein frohes Weihnachtsfest auch an dieser Stelle und einen guten Start in das neue Jahr, das hoffentlich die pandemischen Horizonte dauerhaft wieder weiten wird. Dankeschön. Ade.